In dem Kiewer Vorort Hatne, da wohnt auch der Rechtsanwalt Ario Degani mit seiner Frau und seinen zwei Kindern. Wir haben mit dem gebürtigen Deutschen per Skype gesprochen. Er schildert die Situation vor Ort, beschreibt, wie es vielen Menschen in der Ukraine gerade geht. Also im Moment, das Dorf ist ziemlich ausgestorben. Wir sind heute zwei Runden haben wir gedreht im Auto und zu Fuß. Und als es dunkel war schon, haben wir kaum noch Häuser gesehen, wo Lichter gebrannt haben. Also ich würde sagen, vielleicht 10-20% der Häuser sind noch bewohnt. Und wir können hier gar nicht helfen. Also es ist wie eine Geisterstadt. Und wir organisieren nur Schlüssel für Katzen. Und irgendwann bleibt dann einer übrig, der dann alle Katzen füttern muss. Also es ist wie ausgestorben hier. Und ich höre wieder Einschläge gerade eben. Also Feuerpause hatten wir auch nicht heute. Seit 4.30 Uhr morgens habe ich Granatenschläge, Dauerbeschuss gehört bis um 6, 7 Uhr. Und es hört einfach nicht auf. Wenn wir rausgehen, gehen wir natürlich nicht mit den Kindern raus oder mit den Frauen. Da gehen ein, zwei Männer raus. Und wir versuchen natürlich jetzt nicht groß Aufsehen zu erregen, ein bisschen an der Seite zu laufen und die Seitenstraßen zu benutzen. Alle Blockposts hier in unserem Dorf sind sehr, also bestückt mit Hilfsarmee, sind sehr, sehr nervös, die Leute. Und es ist real, klar, man hört immer die Einschläge. Manchmal sind sie näher, manchmal weiter. Heute bin ich rausgegangen, habe zwei Raketen vom ukrainischen Boden aus hochfliegen sehen. Was das war, weiß man manchmal nicht, wenn man was hört. Aber ja, wir versuchen ruhig zu bleiben und das Beste draus zu machen. Ja, wir haben gehört schreckliche Geschichten aus Irpin, auch von den Tschetschenen. Ich weiß nicht, ob das Propaganda ist oder ob das Wahrheit ist. Ich habe eine Arbeitskollegin von meiner Kanzlei hier in Kiew, deren Eltern wohnen in Irpin. Und das glaube ich, was sie sagt. Und sie hat gemeint, sie haben in einem Mehrfamilienhaus gewohnt, sind dort geblieben. Und die Tschetschenen hätten das Haus dann gestürmt, hätten alle Bewohner in den Keller gesperrt, oben alles ausgeräumt. Und dann Waffen dort in den ersten und zweiten Stock platziert, um weiter zu schießen und unten die Zivilisten zu haben. Also das aus erster Hand habe ich das gehört und andere Sachen, die sehr, sehr schrecklich sind, die sind sehr brutal. Und wir überlegen, ob wir auch das Dorf verlassen, weil eben niemand mehr da ist und die Sicherheitslage jetzt sehr angespannt ist und wir als Vorort auch sehr gut dafür dienen könnten, um von hier Kiew weiter anzugreifen. Das heißt, als Stützpunkt könnten wir dienen und deswegen überlegen wir auch, hier wegzugehen, wegzufahren. Also wenn wir fahren, dann fahren wir Richtung Süden erstmal und dann Richtung Westen. Ich habe zwei Deutsche, die sich bei mir gemeldet haben, die auch denselben Weg genommen haben. Ein Freund, der auch nach Lviv gefahren ist, der dieselbe Route benutzt hat und das scheint zu funktionieren. Aber es ist natürlich immer gefährlich, es können Flugzeuge über einen fliegen, Hubschrauber, man weiß es nicht, aber man muss es eben probieren. Wir sind noch am Überlegen, aber wenn wir es machen, dann machen wir es schnell, bevor die Truppen durchbrechen von Irpin aus, von Bucha aus und in unsere Richtung kommen und dann hier im Dorf sind. Ja, man sagt ja so schön, Hoffnung stirbt zuletzt, aber keiner hat hier irgendeine Hoffnung. Wir haben heute einen Geburtstag gefeiert, einer unserer Gäste. Sascha hat heute Geburtstag gefeiert. Wir haben sogar eine Torte organisiert und versucht so ein bisschen. Aber ja, wir geben nicht so viel auf die Friedensverhandlungen, auf die Korridore auch nicht. Da sieht man ja, da wird immer wieder geschossen auf Zivilisten. Ich höre von Bussen, die Evakuierungsbusse, die beschossen werden. Und da traut man den russischen Truppen überhaupt nicht. Also wenn die sagen Korridore, man kann jetzt raus, dann ist das eigentlich wahrscheinlich mehr lebensgefährlich, als wenn man zu Hause bleibt und abwartet.